Berliner tragen Kippa. Als Zeichen der Solidarität mit den Juden gehen diese Demonstranten mit der traditionellen religiösen Kopfbedeckung auf die Straße. Sie folgen einem Aufruf des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein. Er hatte die Bürger dazu aufgerufen, zum sogenannten Al-Quds-Tag ein Zeichen gegen Antisemitismus und für Religionsfreiheit zu setzen. Und wir wollen zeigen, ein friedliches Miteinander ist möglich, wenn man sich nicht von hasserfüllten Ideologien und Antisemitismus leiten lässt. Ich glaube, man sollte als Demokrat sich auch davon betroffen fühlen, wenn hier die Vernichtung eines anderen demokratischen Staates gefordert wird. Das macht mir Angst, diese Leute hier, die hier gegen Israel wettern und gegen uns Juden allgemein. Bei der parallel laufenden Al-Quds-Demo gehen mehrere hundert Demonstranten gegen die israelische Besatzung der Palästinensergebiete auf die Straße. Der internationale Al-Quds-Tag war Ende der 70er Jahre vom iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini ins Leben gerufen worden, um gegen die israelische Besatzung zu protestieren. Al-Quds ist der arabische Begriff für die Stadt Jerusalem.